funky ass bassline. Yo, was geht? Wir sind zurück bei Skyrim. Wir sind jetzt hier immer noch im Verborgenen. Und da oben wird noch gemunkelt. Mal schauen, das wird wahrscheinlich wieder so eine komplette Fail-Folge. Weil... Oh, oh. Ich ja keine Rüstung hab, wie ihr schon wisst. Aufhören, bitte! So, das ist okay. Alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Oh, da ist er. Da ist ja ein... Ist das der Meister? Wir morden uns jetzt einfach durch. Okay. Beginnen wir von neuem. Nein, um Himmels Willen. Ich habe euch schon alles gesagt. Sind zwei. Nein! Beginnt ganz von vorn. Wie ist's? Komm. Ja, Mann. Der hätte eigentlich tot sein sollen. Ich widerstehe dir. Bleib halt stehen, du scheiß Feigling. So. So ein Hurensohn. So, Lachsbraten hat auch dabei. So, der hat voll ganz schön viel dabei. Das haben wir schon alles. So, erstmal Waffe weg. Den helfen wir gleich. Erstmal unser Ziel. Der hat einen Apfelkuchen dabei. Was ist mit den Leuten los? Papierrollen. Okay. Dosier der Talmor Espen. So. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin hier. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Geht schon vor. Ich bin hier noch nicht fertig. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Wer seid ihr? Was tut ihr? Okay, machen wir mal das doch. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt. Aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Alles klar. Klingt gut, ich werde euch folgen. Wie ihr wollt, aber erstmal sollten wir gehen. So. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Ich bin sowieso schon tot. Ich ergebe mich. Haben wir nicht den Schlüssel genommen? Da hat's doch einen Schlüssel. Ihr müsst doch irgendwo hier sein. Ohoho. Haben die vielleicht den Schlüssel? Das ist noch ein Gefangener, oder was? Aha. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Hier drüben! Hallo. Hilfe! Rückzug! Ja, haha. So. Oh Mann, ey. Nix Gnade. Ihr würdet mich auch einfach umbringen. So, jetzt haben sie den. Ja, die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Ja, wir haben aber keinen scheiß Schlüssel. Ist da der Schlüssel drin? Nö. Schlüssel erforderlich. Das ist anscheinend schon mal wer gescheitert.
Den habe ich doch genommen, den Schlüssel. Bisschen durchsuchen hier. Vielleicht ist hier irgendwo der scheiß Schlüssel. Nur scheiß feine Kleider. Okay. Dann da mal lang. Hast du den Schlüssel? Oder liegt der da irgendwo? Hm. Mann, Mann, Mann. True? Hm? Die haben ja allen möglichen Scheiß, aber nur der Schlüssel, der ist irgendwo wieder. So. Ist auch noch unserer. Oh, oh. Was will der eigentlich? Das frage ich mich, Trollschädel. Ach, da geht sie wieder hoch, oder? Hm? Machen wir hier mal zu. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Schlüssel. Da haben wir nix. Eine Flöte. Der will mich verarschen, ey. Der will mich verarschen. So. Da brauchen wir nix. Irgendwie muss ich, aber Gold. So. Ja, der sagt da lang. In den Kerker. Da juckt's mich voll am Auge. Im Kerker ist ja nichts mehr. Ja, der Wichser läuft uns jetzt auch hinterher. Aber hier kommen wir nicht lang. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ja ein Ausgang sein. Ja, geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Vielleicht macht ihr jetzt da auch. Besucht mich im Rifton, wenn ihr es hinaus schafft. Mhm. Der macht gar nichts. Ach Gottchen. Da ist auch ein Balsamierungswerkzeug. Ist der vielleicht oben, der scheiß Schlüssel? Der schleicht aber auch nicht. Ist der jetzt noch da? Natürlich eine unsichtbare Wand. Das müssen wir jetzt nochmal checken, ob der noch da steht. Ich glaube schon. Ach, so ein Vollidiot. Hey, aufpassen! Ach, halt die Schnauze. So, dann schauen wir halt nochmal da lang. Vielleicht ist in seinem Vorzimmer der Schlüssel. So. Da habe ich nochmal alles durchgeschaut. Den haben wir vergessen. Oh. Der steht nur im Weg, der Wichser. Hm. Müssen wir vielleicht doch bei dem anderen. Haben wir irgendwas übersehen? Da sind wir nicht komplett durchgegangen. Ja, ja. Sowas liebe ich. Wir metzeln eh jetzt alles nieder, was wir da finden. Ist all Zaubertrank der höchsten Ausdauer. Wow. Interessant. So. Töten hier. Die haben alle so schöne Sachen dabei. Ich glaube nicht, dass es hier auch rausgeht. Da könnten wir doch auch raus. Mann, Mann, Mann. Der sagt jetzt. Geht's hier lang? Kerker. Und der sagt darüber jetzt auf einmal. Schauen wir mal. Kerker, ich komme aus dem Kerker. Ja, was sind wir eigentlich? Ach, das ist im Kreis. Mann, Mann, Mann.
Ich habe noch mal den Schlüssel. Oder nicht? Und einer von denen habe ich da übersehen. Da. Meine Fresse. So, nach langem Suchen. Nix Taschendiebstahl reden. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Klingt gut, ich werde euch folgen. Wie ihr wollt, aber erstmal soll... So, zack. Oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. So, erstmal wegsprühen hier. Scheiß Eistrolle da, die haben so viel Kraft. Wo ist der andere? Der hat wieder Schiss. Laufen mal. Hier geht's nicht weiter. Weg da. Ah, da ist ein Toter. Ich schwöre. Menschliches Herz. Ist immer geil. Ah, da haben wir auch so einen. Ja, wir finden so einiges. Wo ist jetzt der andere Spast hin? Kommen wir da nicht mehr raus, oder was? Doch, da. Ach, da hätten wir einfach da weitergehen können. Aber egal. Haben wir es doch mal geschafft hier raus. Verdammt. Ich hoffe, wir bekommen jetzt unsere Ausrüstung wieder. Ist schon richtig. Ja, gut. Hat man nicht geschadet, dass man... So, und jetzt? Wo müssen wir hin? So, da runter. Ah, nach Flusswald wieder. Ja, weh, die hat unsere Ausrüstung nicht. Der andere, der ist jetzt auch voll auf der Flucht. Den jagen die ja wahrscheinlich jetzt. Aber wir haben eigentlich alle ausgelöscht. Zumindest viele. Die haben es auch verdient. So, dann beeilen wir uns mal. Wir haben immer noch die scheiß Kluft hier an, die uns null bringt. Außer schönes Aussehen. Aber darauf können wir hier verzichten. Wir gehen lieber auf Effektivität. Mhm. So. Ganz seriöse, ja. Zack. Hallo. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Talmer wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Ja, ich bin mir sicher, sie suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von den Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also? Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist ich bin der Güldenmeister. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. So, warum ist es das? Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Was ist mit den Klingen passiert? Warum flieht ihr? Wer sind die Talmor? Okay. Ist hoffentlich da. Nö.
Ich will mein Zeug. 20 Stahlpfeile. Was braucht ihr, Drachenblut? Ich brauche meine Ausrüstung. Ah, da. Alles nehmen. Zack. Das war jetzt. So, Waffen sind wieder alle ausgerüstet. Das haben wir vorher auch schon gehabt. Dann. Zack, 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 zack. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Genau. Jetzt müssten wir wieder episch ausschauen. Nicht mehr. Nicht mehr so komisch. So, was jetzt geht. Ich will vorbei. Mann, jetzt müssen wir da runtergehen, damit die da weitergeht. Mann, oh Mann. So. Klappe zu, Affe tot. Nix gibt's. Das ist ein schönes Unübel von Elder Scrolls. Die dumme KI. So, jetzt reisen wir noch schnell nach Weißlauf. Und dann geht's ab nach Rifton. Nach Hause, in die Gilde. Und es ist schon wieder Tag. So weit war das jetzt nicht entfernt, wo wir gereist sind. Oh. Hat wahrscheinlich so einen festen Punkt, was die Zeit angeht, wenn man reist. Oder sie haben wirklich, je nachdem wie weit man reist, desto mehr Zeit vergeht. Keine Ahnung, ob die das so eingebaut haben. So, da haben wir eigentlich nichts. Aber da, das können wir ablegen mit XXX. So. Ring des Nachtwebers. Den könnten wir eigentlich anlegen. Das weg, das weg, das weg, das weg. So. Den Ring müssen wir noch anlegen. Zack. Und dann geht's weiter. Nach Rifton. Um Rattenweg, da haben wir doch die zwei Typen umgelegt. Ich hoffe, das waren jetzt nicht die wo wir brauchen. Das wäre gar nicht so gut. Ja gut, aber das ist ja eine Quest. Das ist ja eine Quest, wie soll ich sagen, eine Quest-KI. Ein Quest-Mensch. Auch noch von der Hauptquest. So, dann schauen wir mal, was uns erwartet in der zersplitterten Flasche. So, der geht gleich auf uns zu. Oh, ich dachte, der wollte jetzt was von uns. Ja? Dann eben nicht. Ja? Ja. So, der ist irgendwo im Untergrund da, bei den Ratten. Im Schatten. Oder auch nicht. Brynjolf, also, lasst mich raten. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling. Was? Ihr seht nicht nach viel aus. Wisst ihr etwas über einen alten Kerl namens Esbern, der sich in Riften versteckt hat? Den haben schon einige gesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber er hat eine hübsche Summe ausgegeben, damit niemand erfährt, dass er hier unten ist. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Gute Neuigkeit. Der alte Kerl, der sich hier unten versteckt. Wo wohnt er? Das wissen wir ja. Das haben wir uns gerade gesagt. Wirklich? Danke. Da laufen wir noch hin. Die Zeit verfliegt auch so schnell. Zu leicht. Wow. Müsst ihr mich verarschen hier? Jetzt können wir unsere Waffen wieder aufbauen. Warum verlieren wir eigentlich Magie? Keine Ahnung. Aber wir laden jetzt erstmal unsere Waffen auf. Erstmal die Kleinen hier wegballern. So. Bogen? Ja. Es ist Zeit, dass ihr Menschen lernt, wo ihr hingehört. Naja. Der hat eine geile Waffe. Ist das alles, was ihr könnt? Warum kann ich nicht zuschlagen? Schlagen wir halt mit einer Hand. Zack. Also die Waffen, die snacken uns schon. Wo ist die Waffe hin? Ach, das war eine herbeigezauberte Waffe.
da. Also haben wir hier auch Feinde. Das habe ich jetzt nicht vermutet. Oh, das waren die zwei einzigen. Naja. Dann, was sich dann im Rattenweg-Gehege befindet, das sehen wir dann morgen. Tschüssi.